Willkommen zu einer Bloodborne-Alternative, die einzig wahre Alternative zu Bloodborne, wenn ich ganz ehrlich sein darf, nachdem Bloodborne ja jetzt immer noch nicht für den PC erschienen ist, kam jetzt gestern am 18. September, jawohl, ein neues Spiel, ein neues Souls-like raus, und zwar Lies of P. Und da spielen wir Pinocchio in einem industriellen Steampunk Revolutionszeitalter. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe noch nicht angespielt. Wir legen los. Wir gehen da rein. Wir gucken uns das an. Und wenn es gut ist, dann spielen wir das komplette Spiel durch. Und wenn es nicht so gut ist, dann nicht. So einfach ist es. In honor of the great writer Carlo Collodi. Wer auch immer das ist. Wahrscheinlich der Typ, der Pinocchio Can geschrieben hat. Geppetto's puppet. We need your help. Ach, das war's schon. Das war's schon mit Intro. Okay. Wir sind drin. Wir sind Pinocchio und wir haben, wie es für Pinocchio üblich ist, wie man es aus den Büchern und aus den Filmen kennt, einen Steampunk-Cyberarm. Genau wie in den Büchern. Und man muss schon sagen, es sieht schon extrem nach Bloodborne aus, ne? So das ganze Ambiente. So ein bisschen eine Mischung zwischen Steel Rising. Ah, there you are. I've been looking all over for you. Und Bloodborne. Okay, ich laufe so schnell ich kann. Wir gucken uns jetzt einfach mal ganz gechillt das Spiel an. Wird ja wahrscheinlich sowieso eher eine Art Let's Play. Und dann entscheiden wir, ob das überhaupt ein gutes Game ist. Da liegt überall Blut! Schön! Untersuchen! I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krott and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Gürtel benutzen. Wähle den oberen Gürtel aus. Wähle den unteren Gürtel aus. Gürtel benutzen. Rüste Items und Gesten am Gürtel aus, um sie zu verwenden. Haha, es gibt Gesten. Für die Einsatztasche gedrückt halten. Oben, unten, Gegenstand benutzen. Rüste Gegenstände und Gesten in der Zusatztasche aus, um sie zu verwenden. Denn, okay. Also eine schnelle Leiste. Okay. Was auch immer das rechts ist. Monatslampe. Ich konnte das nicht so schnell lesen. Wir gucken uns das natürlich an. Weil ich wieder befürchte, dass dadurch, dass es ja auch ein Souls-like ist, alles ultra kryptisch sein wird und die Story nur jemand entschlüsseln kann, wenn er einen Master in dem Game gemacht hat. Aber ansonsten mag ich Souls-like eigentlich sehr gerne. Mich stört nur dieses Kryptische die ganze Zeit in jedem Game. Das ist einfach lästig irgendwann. Anyway, die Pulszelle. Verwendet eine Pulszelle, um LP wieder zu langen. Es gibt eine maximale Anzahl an Pulszellen, die verwendet werden können. Wenn du das Maximum erreicht hast, wird die Zelle entladen. Wenn du Pfeile angreifst, während die Zelle entladen ist, wird die Pulszelle allmählich wieder aufgeladen. Oh, cool. Pulszellen sind Ergozellen, die die P-Organe mit Energie versorgen. Sie arbeiten mit Stargazern zusammen und können auch die Energie aus dem Aufprall eines Angriffs umwandeln, um sich wieder aufzuladen. Okay. Erhöht Begabe auch die Helligkeit. Das lesen wir uns jetzt nicht alles sofort durch. Holy Jesus Christ. Okay, schauen wir uns später an. Ich will jetzt erstmal ein bisschen Gameplay zeigen. Ist ja auch ätzend, wenn ich jetzt die ganze Zeit im Menü rumeier. Aber wir haben auf jeden Fall ein Menü und wir haben eine Möglichkeit, uns zu heilen. Kann ich schlagen? Ich kann schlagen, aber nur mit meinem linken Arm. Jetzt hat sich unten die Leiste langsam ein bisschen geleert. Ne, beim linken Stahlarm, ihr seht es. Aber ich weiß. Darf ich meine Waffe auswählen? Warum denn nur eine? Ich will den Schraubenschlüssel. Nee, da oben. Okay, Pfad der Grille, Ausgewogenheit. Pfad des Bastards, Geschicklichkeit. Und Pfad des Sweepers, Stärke. Hier habe ich ein Rapier. Ein schneller und wendiger Kampfstil, der auf die Schwachstellen des Gegners abzielt. Vitalität 8, Stärke 12, maximale Ladung 7, Entschlossenheit 5, Technik 11, Fortschritt 6. Keine Ahnung, was das alles bedeutet. LP ist klar, Lebenspunkte, Ausdauer ist klar, brauchen wir zum Angreifen, Blockregeneration, keine Ahnung, maximales Gewicht ist die Carry Weight, physischer Angriff und physische Verteidigung. Okay, okay, okay.
Jo, hilft mir gar nichts. Am liebsten würde ich ehrlich gesagt sehen, was wir für Waffen haben. Aber das sieht ein bisschen so aus, als würde man das so zusammenbasteln, wie es damals in... Kennt das noch jemand? Vagrant Story war? Für die PlayStation 1? Da hast du auch Griffe gehabt und halt Klingen. Und dann konntest du die Griffe mit den Klingen zusammenschrauben. Und dann hattest du unterschiedliche Effekte. So sieht das hier auch gerade aus. Das finde ich ganz cool. Sonst ist das Problem, ich mag Geschicklichkeit, aber ich mag keine Rapiere. Deswegen wird es nicht der Pfad des Bastards werden. Ah, Sweeper oder Ausgewogenheit. Ich glaube, am besten für mich ist Ausgewogenheit. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Magie wirken, wenn es sowas gibt. Falls es sowas gibt, gehe ich mal davon aus. Ja, bevor an Bord. Ja. Okay, ich kann meine Waffe wechseln, theoretisch, wenn ich eine andere Waffe hätte. Wir können schlagen, das ist erstmal cool. Wir haben ein... Wie nennt man das? Ein Krummschwert. Wir gehen einfach mal weiter. Gut, dass ich diesen mechanischen Arm habe. Hui. Okay. Papa kommt an den Hauptbahnhof Berlin. Und überall liegt Konfetti am Boden. Schön. Was sagt die Zeitung? Puppenshow-Festival. Ah ja, okay, klar. Fixieren. Hä? Achso, ich dachte, ich kämpfe gegen die Säule. Ich kann blocken, ich kann schlagen, ich kann sprinten, ausweichen. Ah, wird so ein Sidestep wie ein Bloodborne. Sehr cool. Spezialangriff. War ja jetzt grundsätzlich erstmal kein Problem. Mein Arm hat sich wieder aufgeladen. Kann ich diese Koffer zerschlagen? Nein. Ich kann hier jetzt auch erstmal nichts plündern. Sieht erstmal sehr nice aus. Ich habe ein bisschen schwarze Schlacke an mir. Das ist aber kein Problem. Das geht auch wieder weg. Kann ich... Oh! Kann ich parieren? Oh. Also keine Ahnung, ob das jetzt Parry war, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Ein Fabelkatalysator. Es tut mir leid, ich muss trotzdem nachgucken, was das alles ist. Interessiert mich einfach. Ein Schleifer repariert Waffenhaltbarkeit. Die Waffenhaltbarkeit sinkt jedes Mal, wenn du Feinde mit einer Waffe angreifst. Benutze einen Schleifer, um deine Waffen zu reparieren. Wenn die Haltbarkeit auf 0 sinkt, verringert sich der Angriff und die Waffe kann nicht mehr mit dem Schleifer repariert werden. Daher ist es ratsam, die Haltbarkeit im Auge zu behalten. Muss ich gleich mal gucken, wo die überhaupt steht. Im Kampf ist der Schleifer die Rettung. Die Schärfe der Klinge kann über Leben oder Tod entscheiden. Okay, muss ich also mit Combat machen. Monatslampe erhöht bei Gebrauch Helligkeit. Eine kleine Lampe mit einer Grillenführerpuppe. Da ist wahrscheinlich Jiminy drin. Sie erhält die Dunkelheit mit einem schwachen Licht. Hab keine Angst, auch wenn du dich im Nebel verirrst, der Grillenführer wird bei dir sein. Das würde ich mal direkt gerne an meinem Gürtel befestigen. Ach, der ist schon dran, okay. Und was ist das hier? Wahrscheinlich meine Möglichkeit, zurück zum, ja, zurück zum Bonfire zu kommen. Bonfire. Sofortiger Charaktertod bei Gebrauch. Ein spezielles Gerät, das die gesamte Energie der P-Organe auf einmal freisetzt, wird bei Gebrauch zerstört. Oh. Der alte Mann befürchtet, dass sein Sohn nicht richtig aufwachen und in einen Rausch geraten könnte. Dieses Initialisierungsgerät wurde als notwendiges Übel für heikle Neueinstellungen geschaffen. Und ein Fable- oder Fabelkatalysator. Fabelladung. Ein Katalysator, der die Fähigkeiten von Puppen ergänzt. Lädt Fabel schnell auf. Was auch immer das bedeutet. Der Katalysator macht die Puppen effizienter, indem er die Ergo-Energie in ihren Körpern zirkulieren lässt. Diese bahnbrechende Erfindung basierte auf der Idee eines Alchemisten. Okay, das sagt mir alles gar nichts. Guck mal, das ist tatsächlich Klingentyp und ein Griff mit rangeklebt. Wir gucken uns das mal alles ganz kurz an. Das ist ja bestimmt auch interessant für den einen oder anderen, wenn ihr euch das kaufen wollt und euch noch gar nicht entschieden habt. Wir haben hier Hiebschaden und Stichschaden. Wir machen offensichtlich Hiebschaden, also Slash Damage, weil wir nicht stechen. Es gibt keinen Blunt Damage, also keinen stumpfen Schaden. Vielleicht wird der hier dann extra angezeigt, aber hier steht jetzt nichts. Weiß ich nicht. Entschlossenheit, Technik, Fortschritt sind alles unterschiedliche Attribute. C ist die Skalierung, wie stark der Schaden dieser Waffe mit den Attributen skaliert. Das heißt, umso höher unsere Entschlossenheit und unsere Technik, desto mehr Schaden machen wir. Fortschritt macht keinen extra Schaden, nur für diejenigen, die noch nie ein Souls-like gespielt haben. Physischer Angriff, 100 plus 10 durch die Skalierung. 100 ist der Grundschaden, 10 ist durch die Skalierung. Pulszellenladung, keine Ahnung, was das ist. Fabelladung, keine Ahnung, was das ist. Blockfähigkeiten, Schadensreduzierung beim Blocken. 50%? Fragezeichen. 50 numerisch? Fragezeichen. Weiß ich nicht.
Ah, Fabelkünste. Sturmhieb braucht 3 Leisten, Konzentrieren braucht 1. Kann ich jetzt vielleicht noch einsehen, was das genau alles macht? Sturmhieb. Verpasse einen Feind vor dir mehrmals einen Hieb. Konzentrieren erhöht vorübergehend den Angriff. Oh, das ist ja... Ah, das eine ist durch die Klinge, das andere ist durch den Griff. Finde ich schon mal sehr nice. Das heißt, du kannst auch Waffen besser miteinander kombinieren. Das ist, Bildmöglichkeiten sind auf jeden Fall gegeben, scheinbar. Säbelklinge einer Puppe. Eine Säbelklinge, die aus der Waffe einer Soldatenpuppe hergestellt wurde. Die leicht gebogene Klinge hat eine bemerkenswerte Stabilität. Man sagt, dass Puppen keine Tränen vergießen, weil sie keine Seelen als Gefäße haben. Oder keine Tränendrüsen, wer weiß. Wenn sie Seelen hätten, hätten sie etwas, in das sie Tränen und Lügen stecken könnten. Lügen. Säbelgriff einer Puppe. Ein Standardschwertgriff aus der Werkstatt. Er hat viele Schlachten überstanden und die Flecken von Blut und Schmiere sind nicht voneinander zu unterscheiden. Der rote Fleck ist so verblasst, dass man die Schmiere nicht mehr von Blut unterscheiden kann. Die endlosen Kämpfe waren vorbei und hatten nichts als Rot auf der Welt hinterlassen. Okay, also wurden Puppen scheinbar für den Krieg benutzt oder sowas. Wir haben einen linken Stahlarm. Wiegt ziemlich viel, macht physischen Schaden, skaliert relativ gut mit unseren Attributen. Ausrüstung für die linke Hand, sorgt für starke Schläge. Heißt das, ich kann Leute Power slammen? Das ist ja nice. Teile für die linke Hand, die mit exquisiten Details gefertigt wurden. Sie haben keine besonderen Effekte. Geppettos Name ist schwach auf ihnen eingraviert. Okay, also von Papier. Diese Legionswaffe kann nicht verändert werden. Okay. Verteidigungsteile. Ja, die Gesten gucken wir uns nicht an. Who cares? Verteidigungsteile. Einfache Rahmen der Werkstatt. Gewerkschaft. Hat Gewicht. Physische Schadensreduzierungsrate. Numerisch? Fragezeichen? Wahrscheinlich. Teile, die die Puppenrahmen verbessern. Sie absorbieren physischen Schaden. Ein einfacher Rahmen, der von der Werkstatt-Gewerkschaft hergestellt wird. Es handelt sich um ein Teil zur Verstärkung von Puppenrahmen, das in Standardmaßen hergestellt wird. Bla, 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 bla. Anbauteil, die... Also es tut mir leid, dass das jetzt so viel gelesen ist, aber so spiele ich meine Spiele halt. So ist es nun mal. Wir sind ja auch gleich fertig. Anbauteile, die die Attributswiderstandsfähigkeit von Puppen erhöhen. Was auch immer das bedeutet. Achso, gegen Elemente wahrscheinlich. Ja, da oben. Feuer, Elektroblitz, Säurewiderstand. Säure? Ein Anbauteil der alten Generation, das von der Werkstatt-Gewerkschaft hergestellt wurde. Sein Design ist alt, aber es ist billig und effektiv, sodass es immer noch am häufigsten verwendet wird. Eine Kartusche! Ein Prototyp, der von der Werkstatt-Gewerkschaft entwickelt wurde, entstand nach verschiedenen Bemühungen, die Leistungen von Puppen zu verbessern. Teile für das Kreislaufsystem von Puppen verbessern Widerstandsfähigkeit gegen besondere Statusleiden. Ah, gegen Störung, Schock und Brechen. Okay. Und das gegen physische Verteidigung. Oder gegen physischen Schaden. Eine Fütterung mit den von der Werkstatt, Gewerkschaft genehmigten Maßen. Jeder kann sie herstellen, solange sie den Zertifizierungsstandards entspricht. Den so kann nicht festgestellt werden, wo sie produziert werden. Und ein weißes Hemd. Muss man gleich mal probieren, ob ich das ausziehen kann. Alltagskleidung, die lässig getragen werden kann. Sie ist durchdrungen von der freundlichen Wertschätzung eines Mitmenschen. Freizeitkleidung ist robustes Material. Der alte Mann befürchtet das seltenste aller Unglücke und war sehr gründlich bei der Wahl der Kleidung seines Sohnes. Zum Ausrüstungsmenü. Kann ich das wieder ausziehen? Das ist aber sehr schade. Ich würde mich gerne ein bisschen entblößen. Na gut. Okay, das soll erstmal an... Von der deutschen Bahn sind stolz, euch präsentieren zu dürfen, dass wir auch immer noch nicht im Jahre 2023 eine ordentliche Mikrofondurchsage hinkriegen können. Ufung! Also ich weiß nicht, wer das letzte Mal, wann ihr das letzte Mal mit der deutschen Bahn gefahren seid. Ich habe noch nie auch nur eine Durchsage da verstanden. Ein Sägezahnrad-Wurfobjekt. Okay, ein Zahnrad, das in Grad häufig zu sehen ist. Es kann geworfen werden, um die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu ziehen. Selbst wertlose Gegenstände können nützlich sein, wenn man sie sammelt. Im Kampf ist der gelähmte Stadt wohl alles nützlich. Okay. Würde ich gerne mit auf meinen Slot ziehen. Auf meinen Sloty. Wünschte, ich hätte aufgepasst, wie man das durchwechselt. Okay, er kratzt sich am Arsch. Habe ich das nicht gerade auf das obere... Nicht blöd? Oh ja, ganz offensichtlich bin ich blöd. Okay, jetzt passt. Jetzt habe ich es auf einen Quickslot. Und kann es theoretisch werfen. So, das ist doch bestimmt... The Grand Exhibition.
Das sieht doch aus wie ein Bonfire oder irgendeine Speichermöglichkeit. Nein. Maximale Anzahl der Pulszellen wurde erhöht. Verwende eine Pulszelle, um LP wieder zu erlangen. Es gibt eine maximale Anzahl an Pulszellen, die verwendet werden können. Wenn du das Maximum erreicht hast, wird die Zelle entladen, wenn du Feinde angreifst. Während die Zelle entladen ist, wird die Pulszelle allmählich wieder aufgefüllt. Okay. Wenn die Zelle voll ist, entlädt sie... Das sieht ein bisschen aus wie das Polizeirevier in Raccoon City, so vom Layout her. Okay. Ja, gucken wir mal. Also wenn ich die Zelle nicht benutze, entlädt sie sich irgendwann. Das finde ich ein wenig bedenklich und gruselig, aber gucken wir mal. Weiß nicht, ob ich so ein Fan davon bin, wenn meine Heil-Items verbraucht werden, um Schaden zu machen. Weil dafür sind sie nicht da. Du kannst ja hier rumstolpern. Ich gebe 47 Währung. Der wollte mich mit einem Stoppschild schlagen. Guck jetzt mal. Und. Geil, ich kann die Sachen boxen. Schön, so mag ich das. Trübes Ergo-Fragment. Oh, wieso wird man denn so erschlagen mit Items? In die Fresse, Alter, und dumm! Oh, geil. Okay. Hat schon mal ordentlich Impact. Au, wow. Combat fühlt sich schon mal sehr gut an. Nicht so wie es in vielen, 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 vielen Souls-like sonst so ist, wo das Combat so halbgebrühte Kacke ist. Und trotzdem denken alle, es ist immer super gut. Ah, ergo ist also unsere Möglichkeit, an Seelen zu kommen. Ein Fragment von Ergo, einem geheimnisvollen Machtstein, der in Krat gefunden werden kann. Geppettos Puppe kann Ergo absorbieren und in Kraft verwandeln. Ergo ist in Krat sowohl eine Energiequelle als auch eine Währung. Auch kleine Stücke können in der Stadt gut verwendet werden. Okay. Ich behandle das Spiel jetzt einfach so, als wäre es wirklich ein Dark Souls oder ein Soulsborne Ring. Wie nennt man das Genre jetzt eigentlich seit dem Ring? Und werde jeden einzelnen Notizfetzen absorbieren, euch vorlesen und dann können wir dabei gemeinsam darüber philosophieren, ob das irgendwas bedeutet oder nicht. Blocken. Wäre gegnerische Angriffe durch Blocken ab. Eine erfolgreiche Block! Den reduziert den erlittenen Schaden. Den kostet aber Ausdauer. Der reduzierte Schaden wird in Blockregeneration übertragen. Was auch immer das bedeutet. Blockregeneration sammelt sich an, nimmt aber mit der Zeit allmählich ab. Während Blockregeneration aktiv ist, kannst du Gegner angreifen, um LP wieder zu erlangen. Ah, wie in Bloodborne. Nur, dass du da nicht blockst, sondern du kriegst Schaden und kurz darauf... Also, in Bloodborne ist es so, du kriegst Schaden und dann leert sich deine Lebensleiste nicht sofort, sondern die verfärbt sich so ein bisschen wie auf dem Bild hier, ja? Und diesen ausgebleichten Bereich kannst du regenerieren, wenn du schnell dem Gegner wieder Schaden machst. Das heißt, Bloodborne fördert ein sehr aggressives, sehr offensives Kampfsystem, während ein Dark Souls ein sehr taktisches, sehr defensives Kampfsystem im Normalfall verlangt. Deswegen ist Bloodborne auch so beliebt, weil viele Leute halt gerne aggressiv spielen. Wenn ein Block gelingt, kurz bevor du getroffen wirst, löst sich ein perfekter Block aus. Wenn ein perfekter Block erfolgreich ist, erhältst du keinen Schaden, nur Ausdauer wird verbraucht. Du kannst die perfekten Blocks verwenden, um die Waffe eines Feindes zu zerstören oder ihn in den überwältigbaren Status zu versetzen. Ah, man kann die Gegner also tatsächlich parieren. Das haben wir also vorhin schon richtig gemacht. Das ist doch schon mal gut. Ich laufe hier mal ein bisschen entlang. Der schießt auf mich. Das ist ja frech. Oh, der war schneller bei mir, als ich dachte. Tun Sie es! Schlagen Sie mich! Oh, hat mich geschlagen! Wie konnte ich damit rechnen? Ich versuche mich auch, so weit es geht, so gut wie es geht, zu konzentrieren und möglichst viele Wege abzulaufen, damit wir möglichst alles sehen. Es könnte ja überall in der Exploration was zu finden sein. So, der ist tot. Ist ein Klo, ach schön. Thermit. Lass mich raten. Das kann ich schmeißen und dann explodiert es. Eine Thermitbombe, die geworfen werden kann, verursacht Feuerstand im Einschlagsbereich. Ach schön, ein Feuertopf. Nach dem Puppenwahn begann die...
Menschen in ihrer Verzweiflung Widerstandswaffen herzustellen. Es wurden viele Wurfwaffen hergestellt, die gegen die anrückenden Feinde hervorragende Ergebnisse erzielten. Der Puppenwahn. Haben sich die Puppen etwa hier eigenständig gemacht? Oder wurden die einfach nur zu sehr als Waffen benutzt und sind deswegen ein bisschen gefährlich? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, wir sind schon alle Wege abgelaufen, die wir gehen konnten. Genau, aber wir hatten ja hier die verschlossene Tür und konnten jetzt nur hier rein. Okay, okay. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Schön rumgucken. So mag der Papa das. Vor allem, wenn er dann auch belohnt wird mit irgendwelchen Goodies, wie zum Beispiel irgendwelcher Ausrüstung, sei es kosmetischer oder tatsächlich praktischer Natur. Kriege ich jetzt erklärt, dass ich mich irgendwie, dass ich den Stealth attacken kann? Wir schleichen uns an. Tödlicher Angriff von hinten, genau. Wir gehen ran von hinten und dann drücken wir RB! Sehr stylisch und 640 Schaden. Und wir haben ein Achievement bekommen. Cool. Also die Grafik ist top. Das Kampfsystem sieht gut aus. Da unten siehst du schon einen sehr starken Gegner. Also einen wahrscheinlich sehr starken Gegner, der... Ha! Deswegen, liebe Leute, spielt man mit Kopfhörern. Den habe ich nur gehört, weil ich Kopfhörer auf habe. Also da unten das Foreshadowing, den müssen wir wahrscheinlich später bekämpfen. Der wird wahrscheinlich der erste Miniboss oder sowas sein. Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch haben das eh schon bei Hand of Blood gesehen, die erste halbe Stunde oder so. So wie wir alle. Abgesehen von mir. Weil ich mich nicht spoilern wollte. Notiz eines Passagiers. Wenn jemand diese Notiz findet, verlassen Sie den Bahnhof und laufen Sie weg. Halte dich auf jeden Fall vom Warteraum fern. Was jetzt? Siehst du mich oder duzt du mich? Ich sah, wie dort eine riesige Puppe Menschen zu Tode schlug. Ich habe die Tür verriegelt, aber ich weiß nicht, ob das helfen wird. Zumindest sollte es die Leute davon abhalten, willkürlich einzutreten. Ich werde bald sterben, deshalb will ich euch helfen, auch wenn es nicht viel ist. Bitte überlebt, alle! Ich weiß nicht, ob es helfen wird. Zumindest sollte es die Leute abhalten, wirklich. Okay. Also die Tür wahrscheinlich, die wir reingelaufen sind. Und dann einen kleinen Stromschlag bekommen haben, der uns aber, glaube ich, keinen Schaden gemacht hat. Sprinten und springen. Alles klar, also so. Okay. Aber muss ich ja gar nicht, ich kann den einfach backstabben. Okay, hat auch was fallen lassen. Ein Fabelkatalysator. Schönes Ding. Hi, du hast aber schöne Augen. Huch, da ist noch einer. Abstand. Stamina ist gering. Got him. Schön zwischendurch blocken für den Fall, dass er an einen rankommt und man es nicht erwartet. Oh, ich bin jetzt schon voll mit Schnotz. Chamber of Machina Workshop. Out viam in veniam out passiam. Ich hatte nie Latein, ich habe keine Ahnung. Ist das Latein? Ich habe keine Ahnung. Ich hatte so wenig Latein, ich weiß gar nicht, ob das Latein ist. Ein weiteres trübes Ergo-Fragment. Ich benutze die normalerweise nur bei Händlern, wenn ich irgendwie was ganz dringend haben will und keinen Bock habe, dann zu backtracken. Aber da wir noch... Boah, sind echt viele Leichen. Da wir noch gar nicht wissen, ob es Händler gibt, ja, wir haben es jetzt erstmal dabei. Vielleicht brauchen wir es ja irgendwann zum Leveln, keine Ahnung. Wie fülle ich denn meinen Arm wieder auf? Das wäre ganz interessant. Fixiergerät. Überall in Krat gibt es Türen und Leitern, die durch Vorrichtungen verschlossen sind. Du kannst diese Türen aufschließen oder die Leitern hinuntergehen, um Abkürzungen freizuschalten. Ah. Das ist dann wohl die Tür. Machen wir sie mal auf. So, jetzt gehe ich durch die Tür. Und jetzt seht ihr, wir sind wieder im Eingangsbereich, da wo wir herkamen. Alles gut. Klassisches Game Design mittlerweile. Shortcuts, die uns den Weg zurück, wenn wir sterben sollten, wovon ich nicht ausgehe, weil ich ein krasser Spieler bin, vereinfachen. So kann ich mich an den anschleichen oder bemerkt er mich jetzt gleich? Der weiß, dass ich da bin. Okay. Na dann komm mal her. Oh ja, der kommt. Der war schneller, als ich dachte. Ah, okay, der schlägt zweimal. Okay, es hatte nicht... Okay, ich bin zu gierig mit zwei Schlägen. Mach aber sofort nochmal zwei Schläge. Oh, ist er gepraked? Was ist meine Chance? Überwältigbar, okay.
RT für Sturmangriff halten. Während du angreifst, erscheint ein weißer Umriss um den LP-Balken des Feindes. Wenn dies geschieht, kannst du beim Feind mit einem Sturmangriff oder mit Fabelkünsten überwältigen versuchen. Verursachen. Okay, aber jetzt werde ich gerade erstmal geballert. Ja, das habe ich verdient. Tödlicher Angriff. Vor einem überwältigten Feind. RB drücken. Auf überwältigte Feinde können tödliche Angriffe ausgeführt werden. Ein erfolgreicher tödlicher Angriff kann schweren Schaden anrichten. Okay. Geil. Das finde ich gut. Ich habe übertrieben auf die Fresse bekommen. Das hätte nicht sein müssen, aber... Greife Feinde mit deiner Waffe an, um deine Pulszellen aufzuladen. Ja, ich werde es versuchen. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, was ich bekommen habe. Es war auf jeden Fall irgendwas Quest-Itemiges. Ach, das ist der Katalysator, okay. Hier, ein Ring, leichter Rahmen der Werkstattgewerkschaft. Ist das nicht... Ach, das ist eine stärkere Version des Rahmens. Teile, die Puppenrahmen verbessern. Sie absorbieren physischen Schaden. Dieser Gegenstand wurde in der Puppenwerkstatt mit dem Ziel hergestellt, die Stärke zu verbessern und gleichzeitig die Gewichtszunahme so weit wie möglich zu begrenzen. Das Gewicht ist jedoch deutlich höher als bei der Standardversion. Ja, ich bin eigentlich eher der Dodge-Spieler, aber da ich nicht weiß, wie Verteidigung hier in diesem Spiel funktioniert, werde ich jetzt erstmal auf Verteidigung gehen und wenn ich merke, das ist gar nicht mein Ding, dann, machen wir das halt wieder raus. Weil normalerweise ist es so, für diejenigen, die keine Souls-like-Spieler sind, du hast einen Verteidigungswert, du hast einen Resistenzwert gegen die Elemente. Und in Dark Souls 1 bis 3, behaupte ich jetzt einfach mal, ist Verteidigung quasi nutzlos. Weil der... Die Schadensreduktion, die du durch die Verteidigung bekommst, ist so marginal gering, dass es besser ist, einfach den Gegner zu lernen und ihm halt aktiv mit der Rolle auszuweichen. So, jetzt kannst du natürlich so viel Verteidigung stacken wie möglich und immer noch rollen. Aber in Dark Souls ist es so, du hast eine langsamere Rolle, umso mehr Gewicht du dabei hast. Also umso schwerer deine Ausrüstung, desto langsamer die Rolle und desto schwieriger ist es auszuweichen. Achso, die Tür, natürlich. Und das willst du nicht. Du willst sehr schnell ausweichen, weil umso schneller du ausweichst, desto leichter ist es auszuweichen. Das heißt, eigentlich willst du leichte Rüstung tragen, um schnell auszuweichen. Ich weiß aber nicht, wie es hier ist. Werden wir wohl nach und nach rausfinden. Ich könnte es natürlich wie so ein Baby einfach googeln. Oder wir lassen es einfach drauf ein und gucken uns das mal an. Das sieht ja mal sowas von nach Yharnam aus, ne? Und das da vorne wird wahrscheinlich ein Bonfire sein, nicht wahr? Hauptbahnhof Plaza von Krat. Jo. Oh nein! Ed! Oh Gott! Das arme Tier. Den Stargazer reparieren, ja klar. Was auch immer das ist. Stargazer activated. Den Stargazer benutzen. Benutze einen Stargazer, um LP und Ausdauer vollständig wiederherzustellen und deine Pulszellen aufzuladen. An dieser Stelle wirst du nach dem Tod wiederbelebt. Denk daran, dass damit auch Feinde wiederbelebt werden, nicht nur dein Charakter. Ja, yep. Klassisches Souls-like. Alles klar. Kann ich da jetzt noch irgendwas machen? Is called a Stargazer. A marvelous device the Stalkers used in the past. Public threshold exceeds danger estimates. Please reduce puzzle numbers or reset danger parameters. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this Stargazer for a moment. Gather ergo, clever one. This Stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever. So be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Ich arbeite dran. Lager benutzen Stufenaufstieg. Wir gucken mal das Stufenaufstiegsmenü an. Wir haben 2193 Punkte. Das sieht man da oben, das blaue. Ne? Und wenn wir jetzt auf Vitalität gehen, sehen wir, aha, unsere Blockregeneration verbessert sich um einen gewissen Wert. Wie gesagt, ich bin nicht so der Blockspieler, ich bin eher der Dodge-Spieler. Ich mag die Animation von diesem Zahlenrad, wie das da runterklickt. Hier sehen wir, wie viel unser
Ergo verbraucht wird, also unsere Seelen, unsere Runen für die Elden Ring-Spieler, unsere Blutechos für die Bloodborne-Spieler. Und hier ist unser verbleibendes Ergo. Wenn wir jetzt hier drüber gehen auf Stärke, kriegen wir Ausdauer. Das ist ja interessant. Stärke ist rein Ausdauer. Interessant. Maximale Ladung. Auch keine Ahnung, was das genau bedeutet. Ist auf jeden Fall immer Resistenz dabei. Gibt Legion und Gewicht. Auch keine Ahnung, was das wieder bedeutet. Entschlossenheit ist Angriff. Technik ist... Also Entschlossenheit ist quasi... Die Stärke in anderen Games. Technik ist Geschicklichkeit in anderen Games. Und Fortschritt wird wahrscheinlich Magie sein. Hm. Also das Einfachste, was du halt in einem Soulslike machen kannst, ist einfach HP zu stacken. Und deswegen werden wir auch genau das erstmal tun. Zumindest so lange, bis ich weiß, wie das Spiel eigentlich genau funktioniert. Was man alles machen kann. Und eine Legionswaffe ist hier, ne, der Arm zum Beispiel. Ah. I guess. Und davon werden wir wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen finden oder Upgrades finden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ich hab unzählige Souls-like und unzählige Metroidvanias gespielt und spiele auch gerade wieder ein bisschen mehr Retro-Games. Ja. Sagt es euren Freunden. Ciao.